Ja, ich sage herzlichen Dank, Gerd-Joachim von Fallois. Während wir die Bilder sehen, Annegret Kramp-Karrenbauer noch oben auf dem Podium verabschiedet sich, wird vielleicht auch nochmal beglückwünscht oder es wird ihr viel Glück gewünscht, denn das ist ohne Frage eine Herkulesaufgabe. Ich begrüße erneut, genau wie zu Beginn des Parteitages, Miriam Holstein von der Bild am Sonntag und Anja Meyer von der Taz. Frau Holstein, wo steht die Partei jetzt? 50% oder knapp 50% waren gegen Annegret Kramp-Karrenbauer oder beziehungsweise für Friedrich Merz. In der zweiten Abstimmung, ist das ein Zeichen von Spaltung oder ist das nur ein ganz demokratisches Votum, dass es Kopf an Kopf war? Nein, das ist ein Zeichen von Spaltung und das haben wir ja einfach auch gestern gesehen. Das war ein wahnsinniger Krimi, der da stattgefunden hat. Und ich persönlich finde es erstaunlicher, dass obwohl Annegret Kramp-Karrenbauer eindeutig die viel bessere Rede gehalten hat und Friedrich Merz weit unter seinen rhetorischen Möglichkeiten geblieben ist am Ende des Tages, dass es im ersten Wahlgang auch schon relativ eng war und dann eben im zweiten Wahlgang sehr knapp. Da sind tiefe Lager und die müssen jetzt tatsächlich zusammengeführt werden. Kommen wir sofort zu Ihnen, Frau Meyer. Das heißt, die Rede hätte den Ausschlag geben können, wenn Merz so gesprochen hätte, wie es alle erwartet hatten, dann hätte er die Sache im Sack gehabt? Ich glaube, wenn er dieses rhetorische Feuerwerk, zu dem er tatsächlich, wie wir aus der Vergangenheit wissen, fähig ist, wenn er das hätte zünden können, dann hätte es möglicherweise für ihn gereicht. Ja. Glauben Sie das auch? Nee, da möchte ich der Kollegin Holstein widersprechen. Das ist ja der Schnack, der jetzt hier überall erzählt wird in den Gängen sozusagen. Schnack wenn übrigens ein schönes Wort. Ja, wir sind ja in Hamburg. wenn er nur besser performt hätte, dann hätte er natürlich die Partei im Sack gehabt. Natürlich hatte Frau Kramp-Karrenbauer auch vorher schon ihre Leute auf der Stange. Und sie hat sie einfach gut gesammelt, muss man einfach sagen. Und es war nun mal eine Stichwahl zwischen zwei Kandidaten. Und insofern fand ich... Meine Theorie ist immer so, die Partei ist ein bisschen klüger, als ihre Kandidaten waren. Also die Partei geht sozusagen nach vorne in die Zukunft, in eine Moderne, während die, oder in dem Fall Herr Merz, der quasi ein Angebot gemacht hat, was so ein bisschen an Kohlzeiten erinnert hat, das beuten die halt nicht mehr. Und gewonnen ist gewonnen. Also sorry damit. Und das hat man gestern auch gemerkt, finde ich, das war schon sehr anständig hier. Also das ist nicht in allen Parteien so, dass irgendwie, es gibt zwei Verlierer, eine Gewinnerin und die Verlierer sind sehr fair jetzt erstmal. Ich fand das schon ziemlich bemerkenswert. Trotzdem, wenn man in den Landesverbänden nachfragt, wo eigentlich die Merz-Unterstützung größer war, heißt es, das sind alles Bestandsware, die Delegierten und das ist nicht die wahre Basis. Haben Sie damit recht? Ja, da haben Sie vielleicht ein bisschen recht. Ich habe hier zum Beispiel einen Brandenburger Abgeordneten, also Quatsch, Delegierten, der auch Bundestagsabgeordneter ist, begleitet. Und der hat auch gesagt, er wird ein bisschen Schwierigkeiten haben, seinen Wählerinnen und Wählern in den Wahlkreisen das zu erklären, dieses Ergebnis. Und dass er auch ziemlich sicher ist, die hätten Merz die Stimme gegeben. Also, aber nun mal, das ist nun mal die Verfasstheit dieser Partei. Das ist die Geschäftsordnung. Und hier sitzen die Delegierten, die diese Partei sich wählt. Frau Holstein, wir haben Carsten Linnemann heute gehört, mehrfach sogar. Er hat zu Beginn seines Statements in der Antragsdebatte rund um die soziale Marktwirtschaft hat er auch dafür genutzt, zu sagen, der Wirtschaftsflügel steht bereit, er ist offen. Er hat nochmal Jens Spahn und vor allen Dingen auch Friedrich Merz gebeten, sich zu beteiligen. Ist das ein Appell ins Leere, gerade in Richtung Friedrich Merz, der sich ja nicht entschieden hat, beispielsweise ins Präsidium zu gehen? Also ich hätte nach jetzigem Stand, wir müssen sehen, es wird in den nächsten Tagen Gespräche geben mit Friedrich Merz, ob er und wie er noch eingebunden bleiben könnte. Aber meine jetzige Einschätzung ist, dass das mutmaßlich nicht stattfinden wird. Man hat gehört, dass bevor er kandidiert hat, er mehrfach auch in Kreisverbände eingeladen war und da abgesagt hat in der Regel. Er ist ja auch jetzt nochmal eingeladen worden in einen Kreisverband, hat unter Verweis auf Terminschwierigkeiten auch abgesagt. Für mich deutet es alles nicht darauf hin, dass er über seine Kandidatur hinaus sich verstärkt in der Partei engagieren möchte. Gut, weg von Friedrich Merz, trotzdem der Wirtschaftsflügel, von dem es ja heißt, dass Unternehmer gegebenenfalls austreten aus der Union, dass der Schmerz jetzt schon sehr tief liegt und der Frust auch darüber und dass die Union eben nicht einen neuen Weg geht. Wie bindet sie die jetzt ein? Was muss sie machen? Also wir sind an Tag 1 und das ist ganz normal, dass es da so gewisse Erscheinungen gibt, dass es auch Austritte gibt. Aber das ist natürlich jetzt erstmal auch der Schock. Das wird sich schon wieder so ein bisschen normalisieren und dann wird es in der Tat von ihrem Angebot abhängen. Sie hat gesagt, dass sie sozusagen mit allen Flügeln sprechen möchte und auch in alle Richtungen Angebote machen möchte. Und davon wird es abhängen. Aber ihr ist es auch bewusst. Sie hat ja momentan, muss sie jetzt erstmal ihre Machtbasis als neue Vorsitzende aufbauen. Da wird sie sicherlich auch Carsten Linnemann und die Mittelstandsvereinigung mit einbinden. Generalsekretär ist ja schon ein erstes Angebot an den anderen. Da wollte ich nämlich gerade hinkommen. Paul Ciemiak, hat er sich einen Gefallen getan oder ist das einfach ein Job, den man nicht ablehnen kann?
Naja, das ist ein Job, den man nicht ablehnen kann. Paul Ziemiak hat noch eine lange und große Zukunft in dieser Partei vor sich. Ich fand das ehrlich gesagt ziemlich fair, dass er es gemacht hat. Also einerseits muss man sagen, er muss jetzt auch den JU-Vorsitz abgeben. Es ist ja nicht so, dass er da für ewig bleiben kann. Er hat gegebenenfalls auch viele Freunde verloren in der Jungen Union. Ja, allerdings. Aber es ist sozusagen, da ist er dann auch Parteisoldat und sagt, okay, ich mache das jetzt. Und die 62%, die haben sich auch nicht unbedingt gegen ihn, glaube ich, gerichtet, sondern eher gegen die Vorsitzende. Aber dass sie das geschafft hat, ihn zu überzeugen davon, dass er da antritt, das ist schon mal, also ein erstes Kunststück ist ihr schon mal gelungen, da diesen Flügel erfolgreich einzubinden. Ob dem das dann gelingt, werden wir sehen. Nächstes Jahr sind Landtagswahlen, das wird spannend. Genau, das ist nämlich die Aufgabe des Generalsekretärs. Was steht als erstes an? Was müssen die beiden jetzt sofort tun? Tja, die müssen vor allem mit den Ostlandesverbänden jetzt reden. Also, warum hat sie eigentlich keinen Ostgeneralsekretär genannt? Ja, das ist die große Frage. Also es gab ja zum Beispiel auch, stand Marco Wanderwitz aus Sachsen zur Diskussion. Hätte ich persönlich wirklich gut und richtig gefunden. Das ist auch ein sehr guter, also ein profilierter CDU-Politiker. Ist mir unerklärlich. Ich nehme mal an, da ging es jetzt, glaube ich, um die Zugehörigkeit zur NRW-Landesgruppe von Herrn Ziemiak, dass die bedient wurden. Aber das ist meiner Meinung nach schon mal der erste strategische Fehler, der da passiert ist, weil diese Landtagswahlen, das ist ja irgendwie, ich glaube, vielen hier gar nicht so klar. Die CDU ist eine alte westdeutsche Partei, ist schwach im Osten, das ist wohl wahr, aber im Osten, da kämpft die CDU nämlich nicht gegen die Grünen oder so, über die hier sehr viel diskutiert wird, sondern gegen die AfD. Und da muss diese Partei jetzt ihr Verhältnis zu dieser Partei, also zur AfD, zu den Rechten klären. Das wird sehr schwer und auch, glaube ich, sehr schmerzhaft innerhalb der Landesverbände. Sehen Sie das auch so, Frau Hotschein, Fehler, dass Sie sich für Paul Ziemiak entschieden? Nein, ich glaube, Marco Wanderwitz wäre auch eine Option gewesen und natürlich wäre damit Osten eingebunden gewesen, aber ich glaube, Paul Ziemiak ist ganz klar in einem anderen Flügel zu verordnen, also noch stärker als Marco Wanderwitz, und er vertritt eben den sehr mächtigen Landesverband NRW. Insofern war das, und die Junge Union, insofern war das schon die richtige Entscheidung. Ich denke aber auch, dass sozusagen die Landtagswahlen im Osten und die Europawahlen werden der erste Härtetest werden. Und ich sehe noch eine andere Herausforderung, nämlich, dass sie auf der einen Seite zeigen muss, dass sie als neue Parteichefin Regierungshandeln beeinflussen kann, dass sie auf der anderen Seite aber auch zeigen muss, dass sie einen anderen Kurs fährt als Angela Merkel. Das ist so ein bisschen der Spagat, den Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt hinbekommen muss. Wie sehr muss sie sich abgrenzen? Sie muss sich stark abgrenzen, glaube ich. Also sie ist ja so ein bisschen... Aber sie bleibt ja ihre Kanzlerin, also... Sie bleibt ihre Kanzlerin. Die beiden werden also Parteiamt und Staatsamt, das müssen sie irgendwie auf eine konstruktive Weise zusammenführen. Aber sie hat ja natürlich also zum Beispiel gesellschaftspolitisch andere Positionen als Angela Merkel. Ich denke mal, darüber wird es viel gehen. Sie ist eine Katholikin. Der sogenannte Lebensschutz ist ein Thema von ihr. Sie hat sich gegen die Ehe für alle ausgesprochen. Das sind so Themen, ich weiß, das interessiert nicht jeden, aber daran kann man schon sehr viel messen. Und ich nehme an, dieses Profil wird sich stärker ausbauen. Zu guter Letzt, pünktlich zum Parteitag, Union 4 Punkte hoch im Deutschlandtrend. Geht das jetzt das Barometer weiter hoch, runter? Wie entwickelt sich das? Da sind wir wieder bei der Zeitverzögerung. Ich glaube, der Positivtrend wird erst noch anhalten und dann wird es davon abhängen, wie sie sich jetzt als neue Parteichefin, wie sie da in die Gänge kommt, ob es weiter steigen wird oder ob es wieder zurückgehen wird. Frau Mayer? Ja, sehe ich genauso. Wir schauen mal, wie es jetzt läuft, wie sie sich darstellt. Das wird spannend. Alle Augen sind auf sie gerichtet. Sie muss jetzt vermitteln zwischen den Flügeln, ob sie das hinkriegt. Und dann werden wir sehen, wie die Umfragen aussehen. Wir werden sehen. Wir bleiben dran, wie Sie beide auch. Herzlichen Dank, Miriam Holstein. Herzlichen Dank, Anja Mayer. Soweit erstmal unsere journalistische Analyse, die Bilanz dieses Parteitages.